Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Auf Wiedersehen Duisburg. Der KFC Uerdingen wird in der kommenden Saison ja in Düsseldorf zu Hause sein. Und auch der SVW in Wiesbaden und Rüdiger Rehm hoffen, die Arena nicht mehr sehen zu müssen. Stichwort Relegation. Rein ins Spiel, 6. Minute, erster Angriff der Gäste. Und was für ein Schicker. Und das ist Diawosi. Und wie abgezockt ist der denn? 1:0 für den SVW in Wiesbaden. Das zweite Saisontor von Diawosi und wie fein das rausgespielt war, sieht man hier. Der Doppelpass mit Manuel Schäffler, der Treffer für die Gäste und der Jubel beim mitgereisten Anhang. Und der KFC Uerdingen wollte natürlich postwendend den Ausgleich. 13. Minute, Pflücke auf Osawe. Osawe hat den Kopf oben und da ist Dörfler, der Ausgleich. Dörfler mit seinem Treffer, Dörfler mit dem Jubel und hier sehen wir nochmal die Entstehung. Klasse der Pass von Pflücke, klasse das Auge von Osawe und der Rest ist Formsache. Der Ausgleich für den KFC Uerdingen, der ja noch immer auf den ersten Heimsieg im Jahr 2019 wartet. Heiko Vogel hofft, dass das heute endlich so sein wird. 120 Sekunden später. Das hier ist Marc Wachs. Rein in den 16er. Er sucht den Kontakt, er findet den Kontakt und Marcel Gasteyer sagt Elfmeter und wir schauen drauf. Erb lässt den Fuß ein bisschen stehen und das ist Manuel Schäffler und guck dir das an. Das kannst du nur machen, wenn du so ein breites Kreuz hast wie der Top-Torjäger des SVW in Wiesbaden. Die erneute Führung für die Gäste und das ist ein Elfmeter der Marke. Kalt wie eine Hundeschnauze. Halbzeit und vielleicht ahnte Rüdiger Rehm schon, was dann passieren würde, denn die Hausherren kamen, stemmten sich gegen die Niederlage. 70. Minute, Osawe! Der längst verdiente Ausgleich. Brillant herausgespielt, von ihm selbst eingeleitet. Die Ablage leicht abseitsverdächtig für Roberto Rodriguez, der Querpass und das Tor. Der Ausgleich für den KFC Uerdingen, der jetzt natürlich mehr wollte. Und der die nächste Chance hatte. Und dieses Mal ist es spiegelverkehrt. Osawe sucht Rodriguez. Rodriguez findet die Querlatte. Was eine Chance. 75. Spielminute. Wunderschön gespielt. Wunderschön abgeschlossen. Da fehlen Zentimeter. Rüdiger Rehm. Noch hielt seine Mannschaft stand. Noch wackelte seine Mannschaft nur. Und dann konterte seine Mannschaft. 78. Minute. Diawosi. Unnachahmlich sein Antritt. Auge oben, Kopf oben und dann auf Daniel Kofi-Tschiré. Zurückgelegt. Die erneute Führung. Das 3:2 für den SVW in Wiesbaden. Wohl dem, der so ein Torjägerduo hat wie der SVWW mit Schäffler und eben Daniel Kofi-Tschiré. Aber einen haben wir noch. Der KFC Uerdingen wollte hier nicht verlieren. 83. Minute, Osawe und wieder Aluminium. Pech für den KFC Uerdingen, Pech für Osawe. Kein Doppelpack, kein Punkt. Es blieb bei der Niederlage die Stimmen zum Spiel. Mit Sicherheit, weil haben beide Mannschaften im Hinterkopf gehabt, dass noch nach dem Spiel noch zwei, respektive ein wichtiges Spiel kommt. Es gilt noch Ziele zu erreichen und dennoch ist das nicht alleinig eine Entschuldigung. Aber trotzdem haben sie alles reingehauen. Wir haben das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt, haben 3 Tore geschossen. Und wichtig war, dass wir das Spiel gewinnen und das haben wir geschafft. Ja, und den Gang in die Kurve auch noch. Was jetzt fehlt, ist noch der Gang zur Relegation und der Aufstieg in Liga 2.